Glasblöcke kaputt und dann ja, sitzt man buchstäblich in der Badewanne. So, jetzt dürfte das hier eigentlich... Ja, ach, guckt es euch an, Leute. Es ist trocken. Es ist sowas von trocken. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, sieht das ein bisschen kacke aus, oder? Das müsste... Ich glaube, das werde ich nochmal ändern und dann doch da oben nochmal so eine Schicht hinsetzen. So ganz oben drüber. Weil so gefällt mir das irgendwie noch nicht. Na, egal. Interessiert gerade kein Schwein. Na, jetzt essen wir hiermit weiter. Das sind alles Kosmetikoperationen. Die machen wir, so. Die machen wir nämlich jetzt. Dazu machen wir einmal so. Jetzt müssen wir uns einmal ein bisschen beeilen. Zack, zack, zack und zack. Jetzt soll der mich mal bitte hier wieder runterlassen. Sonst ersaufen wir nämlich gleich. So, das Glas haben wir da oben schon mal platziert. Ach, scheiße. Oder doch, das war richtig. Nein, war es nicht. Shit. Nein. Da bleibst du da wohl. Ah, sehr schön. So. Ja, es war natürlich nicht richtig. Kacke. Zack. 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 So. Ja, nice. Fertig. Haus steht. Zumindest erstmal. Ich weiß ja, die Glasdinger, da können wir ja gar keine Fackeln dran platzieren, oder? Nee. Geht natürlich nischt. Was machen wir denn jetzt? Komm, du kannst dann noch das da brennen. Ja, das haben wir auch soweit. Funktioniert ja hier unser Feld. Das können wir jetzt auch das erste Mal abernten. Wumms. Ah, ne, der zweite Mal ist das schon, oder? Ach, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ah, alles klar. Ach, warte mal, wir haben doch jetzt auch hier so ein Ding. Machen wir nämlich mal so und dann bauen wir uns jetzt einfach nochmal... Ne, gar nicht wahr. So. Bauen wir uns mal so ein Ding. Zack. Und dann können wir die Felder, die ein bisschen kaputt gegangen sind, gleich wieder neu machen. Zack. Ja, es hört auf und es ist alles wieder trocken. Hammer nice. Zack. So, Kartoffel. 1, 2, 3. Langsam, oder ne, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, heißt es ja. Ah, zack, 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 zack. Aber ich verspreche euch, das werden noch mehr Kartoffeln. So. Zack, zack, zack. Und alles voll machen hier. Wäre auch irgendwann mal Zeit, dass wir in Nether gehen. Das fände ich eigentlich auch mal angebracht. Zack. Na, das hat sich ja gelohnt. So. Zack, 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 zack. Alles schön bepflanzen hier. Ich sag alles, dann meine ich auch alles. Zack, 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 zack. Ich glaube, das sind die beiden, oder das sind genau die beiden, die nicht richtig bewässert werden. Schauen wir mal. Vielleicht wächst ja was drauf. Irgendwas Schönes. Wie ist das denn, wenn ich das jetzt so mache? Okay, wenn ich nur runterfalle und nicht springe, dann funktioniert das. Okay. Okay. Wie ist denn die Beschaffenheit von dem Ding hier auf der Seite? Massig Gravel, finde ich scheiße. Tja. Da würde ich sagen... hier
hier noch nicht. Ah, hier. Hier kommt unser Kuhstall hin. Der wird folgendermaßen aussehen. So. Na, so schon mal nicht. Habe ich noch Holz dabei? Nein, natürlich nicht. Haben wir hier noch Holz? Ja. Jawohl. So. Wir brauchen nämlich jetzt ein paar Sticks. So, das reicht auch schon. Zack. Kriegen wir drei Leitern raus. Das reicht mir auch vollkommen. Und ja, die ganzen Dinger werden hier einfach nach unten platziert. Dann spart man sich nämlich die Gehege und den ganzen Quatsch, den man sowieso nicht braucht. Ich würde sagen, drei nach unten. So. Auch schließlich drei Leitern hier rausbekommen. So, weil die Viecher, die können ja, hoffe ich, keine Leitern hoch. So. Ja, und dann basteln wir uns hier einfach mal ein bisschen was aus. Einfach ein viereckiger Raum, das reicht den Kühen. Und ich würde sagen, da schauen wir auch mal, ob wir die nicht schon runterbekommen. Das wäre nämlich hammergeil. So, wir machen es einfach zu beiden Seiten mal ein bisschen offen hier. Nur nicht zu weit nach links. Das soll nämlich alles schön nach rechts versetzt werden. Hier unsere ganze Farmanlage. So. Weil unter dem Haus, da kommt ja auch noch Keller und hast du nicht gesehen hin. Wir haben ja schließlich noch ein bisschen was auf unserer To-Do-Liste. Wenn ich das wirklich so wahr machen will, quasi als Ziel erstmal so, ja, sagen wir mal als kleines Zwischenziel erstmal ein Wither. So. Haben wir auch noch einiges vor uns. Also für ein Wither, da hätte ich ganz gerne vorher eine Diamantrüstung, ein Diamantschwert, einen geilen Bogen und ja, so ein bisschen verzaubert alles. Und ja, Tränke wären eigentlich auch nice. Und Milch natürlich auch, dass wir uns hier quasi seinem Gift widersetzen können. Ich weiß gar nicht, ob Milch bei dem hilft, aber ich glaube schon. Naja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was vor uns und das Ganze ist ja auch eher so als Projekt, ja, zwischendurch kann ich jetzt eigentlich schon nicht mehr sagen, das läuft jetzt auch schon eine ganze Weile. Ja, mach's halt nix. Naja. So, reicht das von der Länge? Ein bisschen mehr kann schon noch, oder? Zack, zack, zack. Komm schon. Ach ja. Achso, ja, da kann man notfalls dann ja auch immer weiter verlängern. Je mehr Kühe kommen. Nach dem Motto. Aber mit unseren zwei Kühen, die wir zum aktuellen Zeitpunkt haben. So, die können sich hier eigentlich schon mal ganz heimisch fühlen, würde ich sagen. Damit die sich noch ein bisschen besser fühlen, kriegen sie jetzt schon mal einen Erdboden hier hin. Damit sie ja nicht auf der Kohle sitzen. Hehehe. ja, was ist denn das wieder für eine Kohleader? Oh, Eisen. Sehr schön. Und, ja, wenn das irgendwann mal soweit ist, dass wir Rasen hier unten haben, dann kriegen die auch ein bisschen davon ab. Dann bin ich mal so sozial. Die Hühnchen werde ich mir jetzt allerdings noch nicht runterholen. Weil die machen immer so viel Krach. Und das nervt. Wobei die Kühe machen auch Krach, oder? Na, egal. Eigentlich hätte ich das noch viel weiter nach hinten setzen müssen, weil sonst hast du überall immer dieses bin gerade echt noch überlegen, ob ich das nicht doch nochmal umsetze. Wobei, das ist eigentlich egal, welche Viecher. Die Hühnchen, die finde ich am nervigsten. Weil vielleicht, wir können das dann ja irgendwann noch ändern. Dann kommen hier vorne die Schafe hin. Wobei, die machen auch, na, die machen auch Geräusche. Das ist alles nicht so toll. Naja, hilft nix. Wir brauchen ja was zu essen. So und so.
Ja, und falls ihr euch immer noch fragt, warum ich denn hier diese Kackwerkzeuge benutze, das liegt einfach daran, dass ich hier absolut keinen Bock auf Strip Mining habe. Und ja, ganz einfach deswegen das Eisen nicht verschwenden will. Ist die gerade draufgegangen? Oh nö! Mhm. Wollen wir nochmal eine neue Pickaxe? Wird sich aber auch noch alles ändern. Also ich werde mir dann hier auch nochmal eine eigene Mine für bauen für das Haus, ganz klar. Aber bei Zeiten. Und so lang nehmen wir halt jetzt erstmal die Steinwerkzeuge. Und ich glaube, so extrem viel schneller geht es ja jetzt mit Eisen auch nicht. Klar, ein bisschen merkt man es, aber ach, das ist ja, naja. Halb so wild. So. Guck mal, jetzt kriegen sie ja noch schön den Boden eingezogen. Zack. Sehr gut. Das sieht doch schon nach einer richtigen Behausung aus, oder? Für wie viele Kühe ist hier Platz? 150? Ja, irgendwie sowas in der Größenordnung. So. Damit wir die Viecher aber runterkriegen, muss jetzt der hier noch weg. Dann muss der hier weg. Dann sind die beiden hier noch weg. Also die vier. Ja, dann holen wir die doch mal. Ich weiß allerdings nicht, ob wir die jetzt hier durch dieses schmale Etwas hier durchbekommen. Ich weiß nicht, wie gelenkig Kühe sind. Ich glaube, hier bei solchen Ecken, da wird das echt eng. Passt hier eine Kuh runter? Hier passt... das passt nicht. Ach, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir holen die doch noch nicht. Wir machen stattdessen... Tja, was machen wir denn stattdessen? Könnten uns mal hier ein bisschen draußen umsehen, wie denn die Beschaffenheiten sind. Da ist Berg und da ist frei. Okay. Da habe ich eine Idee, was wir machen. Wir bauen uns nämlich jetzt erstmal einen Raum für Crafting. Und der kommt da dran. Das wird nur ein kleiner Raum, also ihr braucht euch... ihr braucht keine Angst haben, dass das jetzt wieder so lange dauert wie mit dem Großen hier. Die beiden. So. Und zwar zweimal. So. Sehr gut. Okay. Ja, ist mir bewusst. Du kommst jetzt hier rein und überflutest alles. So. Geh mir nicht auf den Sack. Das werde ich jetzt aber auch schon gleich mit dem richtigen Stein bauen an die Wände. So. Und so. Ja, ich glaube, das reicht. Zack, zack. So, dann brauche ich jetzt nochmal Schildchen. Schildchen. Da, ich habe doch gerade welche gesehen. Wollte ich schon sagen. Ich verhungere gleich. Das ist nicht cool. Gut. Ein Schildchen, zweites Schildchen, drittes Schildchen und viertes Schildchen. So, dann kommt hier noch eins hin. Und da kommt noch eins hin. Und ihr seid ja ganz witzig, dass das Wasser jetzt einfach stehen bleibt. Ich wüsste mal gerne, in welchem Patch das geändert wurde. Das ist so eine dumme Neuerung, dass das Wasser jetzt dann einfach hier stehen bleibt oder dass quasi daraus eine unendliche Wasserquelle entsteht, ey. Das ist sowas von unnötig. So. Ja, ich hab's ja gerade schon gesagt, der Raum hier wird ein bisschen kleiner. Und zwar so klein. Ja. So. Dann wieder hier 2. 1, 2, 3, 4 ist das, ne? 1, 2, 3, 4. So. Och nö. Gravel in the Hood.